Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Sendereihe Astrologie im 21. Jahrhundert. Heute mit unserem Freund aus den Niederlanden, Martin Hermes, den wir ja schon vielen, vielen Sendungen aus früheren Zeiten hier auf diesem Kanal hatten. Er hat ja sehr gute Sendungen gemacht zum Zodiacal Releasing mit dem Lord of Spirit auf Englisch. Also wenn Sie Englisch können, empfehle ich diese Sendungen. Grüß Gott, Martin. Grüß Gott, Volker, schön dich wiederzusehen. Du bist ein bisschen niedrig im Bild, sehe ich gerade. Muss dein Bild. Ja, wunderbar. Dann Besser? nehmen wir gleich den Bildschirm dazu. Wir haben wie immer für unsere Gäste eine Spezialseite auf unserer Seite astrotalk. Von A bis W. Das sehen Sie hier oben, astrotalk. Von A bis W.de. Und da gibt es die Unterseite, die Sie bei den neuesten Beiträgen finden. Talk mit dem Astrologen Martin Hermes am 18.11., also heute. Webinar Ganzzeichenhäuser. Heute habe ich es ganz bequem. Ich übergebe nämlich jetzt die Bühne Martin, der eine Präsentation macht, und ich werde mich erst wieder melden, wenn die Präsentation zu Ende ist und ein paar Fragen anschließen. Ja, danke, danke sehr, Volker. Danke. Also, Wunderbar. ja, also schön. Danke schön wieder, Volker, für diese Übung mit einer Präsentation für mit ein bisschen ein für viele Leute vielleicht ein schwieriges Thema, weil ich jetzt in diesem Vortrag die Gründe aufzeichne, warum die Hauszeichenzuordnungen in der modernen Astrologie eigentlich falsch sind. Und ich habe das erstmal vorgestellt für eine Astrologiegruppe in Belgien. Ja, das ist ein Thema, das mir sehr ans Herz liegt, weil es gibt schönere Gründe und auch mehr astrologische Gründe für die Zuweisung von Themen an die Häuser. Und das will ich versuchen jetzt zu präsentieren. Ich danke auch Elke Jurasowitsch, die mir bei der deutschen Übersetzung von dieser Webinar geholfen hat. Also sehr viel Dank, Elke. Wenn es noch immer Irrtümer gibt in die Sprache der deutschen Übersetzung, dann ist das meine Schuld, weil ich noch Dinge geändert habe vielleicht. Und also sehen wir uns das an. Also es gibt verschiedene Modelle in die Astrologie, die benutzt werden, um zu erklären, wo die Häuser ihre Bedeutung herhaben. Und es gibt eigentlich drei. Und das mittlere hier in dieser Abbildung ist dasjenige, das jetzt benutzt wird. Ich nenne das das astrologische ABC, das in der modernen Astrologie sehr oft benutzt wird, um zu erklären, warum die Häuser die spezifischen Themen haben, die sie in der modernen Astrologie, in die moderne Literatur zugeordnet sind. Aber meiner Meinung nach stimmt das nicht und ich bin natürlich nicht die Einzige, die das so denkt. Wenn Sie der linken Abbildung, das sieht man sehr oft an Kirche und so. Und ich habe mir immer gefragt, sehr lange, warum die in die falsche Reihe zugeordnet sind. Also wenn Sie die mittlere Abbildung ansehen, dann sehen Sie, dass es unterwärts geht, der Widder, der Stier, der Zwillinge, aber die Glocke an der, das Uhr an die Wand dort geht die andere Seite hinauf. Also das hat mir immer gewundert, warum ist das? Und ich habe erst vor einiger Zeit entdeckt, wie das so gekommen ist. Also das will ich jetzt illustrieren. Also dieses Modell ist heute verwendet, um die Bedeutung und den Inhalt von den Häusern zu erklären. Und dieses Modell, was Sie sehr oft an Uhren sehen, an Kirche und so, das ist eigentlich ein Sonnenrhythmus. Und das hat auch zu tun mit anderen Sachen, die auch ein bisschen zu tun haben mit den Häusern. Aber es ist nicht das Ganze, die ganze Story dahinter. Also, sie bestimmen nur teilweise das Sonnenrhythmus.
die Inhalte Eckhäuser. Und meine Frage ist immer, wo findet man ein Eck in ein rundes Zeichnung? Da gibt es nicht. Also auch, es gibt auch ein bisschen Sprachverwirrung, ich weiß nicht, ob das gutes Deutsch ist, über die Wörter, die benutzt werden, um diese astrologischen Prinzipien darzustellen. Also die Eckhäuser sind also abgeleitet von das Wort Kardin, Cardo. Und das heißt, dass es eine Art von zentrales Point ist, worum etwas dreht. Also das ist die Erklärung dafür, aber das wird noch deutlicher werden. Also dieses Thema ist, also dieses Modell hat das Sonnenrhythmus zugrunde. Also das sieht so aus. Es ist natürlich sehr deutlich, dass dieses Tages- und Jahres, die Jahreslauf von die Sonne damit zu tun hat, weil natürlich der Widder das Erscheinen der Sonne darstellt. Er wird immer stärker und er geht unter im Herbst, wenn das die Waage das Zeichen ist, wo die Sonne sich befindet. Und sie nimmt ab in Kraft. Das Höhepunkt von der Sonne ist natürlich mit Sommer, mittlerer Punkt der Sommer, das ist in der Krebs. Das höchste Punkt, die größte Sichtbarkeit und Kraft. Und das tiefste Punkt, das ist natürlich der Capricornus, der Steinbock, wo die Sonne die geringste Sichtbarkeit und Kraft hat. Und natürlich ist dies auch das Tagesrhythmus. Die Sonne erscheint am frühen Morgen über der Horizont, erreicht seinen höchsten Punkt an der mittleren Teil des Himmels. Sie geht unter am Abend und sie erreicht das tiefste Punkt in mittlerer Nacht. Und natürlich in die Saison, der Jahresrhythmus, ist natürlich das tiefste Punkt in der Steinbock. Da, was feiern wir dann? Dann feiern wir Weihnachten. Und das ist eigentlich der Rückkehr, die Hoffnung auf der Rückkehr von das Licht der Sonne. Also ich habe auch mal gehört, dass die christliche, die Religion eigentlich sich nicht beschäftigt mit der Sohn von Gott, aber der Sonne von Gott. Und das ist eine interessante Idee für dieses Prinzip. Aber es gibt mehrere Prinzipien, die zu tun haben mit diesen Zeichen. Und wenn man das mit den Häusern assoziiert, dann sieht man das Folgende. Dann sieht man, dass alles, was über der Horizont sich manifestiert, das hat mit das öffentliche Leben zu tun. Und alles, was darunter steckt, unter die Horizont AC Descendant, das ist das privates Leben. Also das ist eine andere interessante Zweiteilung. Und auch die Saisons, die sind hiermit angemerkt. Der Frühling, hat zu tun mit das erste Prinzip. Der Sommer, das höchste Punkt für die Sonne. Der Herbst, der abnehmende Sonne. Die Kraft von der Sonne geht herunter, der verschwindet irgendwie. Und im Mittwinter, dann sind wir im tiefsten Punkt davon. Und die Quadraten von die Häuserabzeilung haben zu tun auch hiermit. Jugendliche Phase, der Erwachsenenphase, der Altertum und das Ende des Lebens. Also das hat sehr viel mit dieser Sachen zu tun. Also die Sonnenrhythmus ist natürlich sehr da zugrunde liegend für was man jetzt die Eckhäuser nennt. Aber es ist ein Problem mit dieser Zuordnung. Also dies ist das vorherrschende astrologische Modell, dass die Zuordnung der Hausenthemen zu diesen Tierkreistagen auf der Grundlage des Analogieprinzips vornimmt. Und da gibt es einige Probleme. Und das sind die folgenden. Ich nenne das die 12 astrologischen Buchstaben. Sie werden eigentlich miteinander verwechselt und das gibt Probleme. Was ist das Problem damit? Ich mache das ein bisschen kleiner. Wenn wir dieses Modell verwenden, dann gibt es eigentlich Probleme, weil die
die astrologische Zuweisungen der Häuser oft nicht stimmen mit, was die Prinzipien eigentlich darstellen. Und ein sehr interessantes Vorbild dabei ist das fünfte Haus, der fünfte Platz. Man ist der Meinung nach, dass dieses Haus, das fünfte Haus, zu tun hat mit den Prinzipien von der Löwe und der Sonne. Und die Frage ist natürlich, haben diese zwei Prinzipien zu tun mit das Hauptthema von das fünfte Haus, Kinder? Kein einziger. Warum ist das nicht logisch? Weil das Zeichen Löwe ein unfruchtbares Zeichen ist und Helios der Sonne ist ein Planet, der wirklich eine Bedrohung ist für Kinder. Das Kriegen von Kindern, es tötet die Kinder vielleicht in einige Manieren, vielleicht, wenn das so in einem Horoskop dasteht. Und er ist auch eine Bedrohung für die Lebensdauer von Kindern. Das ist also ein wirklich ziemlich überraschendes Prinzip, was zu tun hat mit der Löwe und die Sonne. Und Helios der Sonne ist eigentlich auch ein Indikator für Unfruchtbarkeit oder Sterilität. Also aus diesen offensichtlichen Gründen hatten die klassischen Astrologen die Löwe und Helios der Sonne niemals miteinander in Verbindung gebracht. Geschweige denn als Erweiterung voneinander. Also es gibt keine Logik hinter der Zuweisung von das Thema Kinder mit dem fünften Haus und dann der Versuchung, das in eine Linie zu bringen mit der Bedeutung von die Löwe und der Sonne. Also das ist eine Art von Problem. Ich habe hierfür ein Beispiel. Dazu muss ich natürlich auch sagen, Entschuldigung, dass hier mehrere Faktoren zu sehen sind, die etwas zu tun haben mit, was hier beschrieben ist. Also diese Frau hat einige Kinder, die verstorben sind, ihre Sohn, die geboren wurde und nach 4 Wochen gestorben ist. Das hat also etwas damit zu tun und sie hat auch noch 3 Schwangerschaften gehabt, 3, die sehr kurz waren und wirklich ein Fehlgeburt war. Also hier sehen wir die Sonne im fünften Platz und wir sehen hier wirklich eine Illustration, ein Beispiel von wie das dieses Leben so funktioniert hat. Sehr traurig natürlich. Firmicus Maternus, ein alter Text, der auch noch, wie sagt man, Rezepte hat für diese Art von Deutung. Der sagt, wenn nur die Sonne in diesem Haus steht, wird der Wohlstand geringer sein und es wird Schaden für die Kinder und viel Kümmer über Unfälle und den Tod der Nachkommen geben. Also wir sehen das Prinzip hier wirklich in einem Beispiel. Also die Sonne und Löwe assoziieren mit für das Analogieprinzip mit der fünften Platz, das stimmt nicht. Den Begriff The Good Fortune, das werde ich später noch zurückkommen darauf, weil das etwas zu tun hat mit der Zuweisung von Themen an die Häuser. Also, es gibt also ein besseres Modell für die Zuweisung dafür, das auch die Zuweisungen logischer erklärt, und das ist dieses. Das ist das Prinzip von der Freude der Planeten, die Orte, an denen sie sich freuen. Und hier sehen Sie die, also der Mond in den dritten Platz, Venus in der fünfte, Mars in der sechste Platz und so weiter. Also die klassischen Astrologen bezeichnen das fünfte Haus als den Ort, an dem Aphrodite Venus ihre Freude hat. Und das ist eigentlich ganz einfach zu überprüfen, wenn Sie die Themen sehen von das fünfte Platz, Kinder, Liebesaffären, Romantik.
Kreativität, Spiel und Inspiration, Vergnügen, etc., etc., Entspannung, das sind alles Themen von Aphrodite Venus und haben nichts zu tun mit der Löwe oder mit der Sonne. Also das ist ein wirklich besseres Modell, um zu erklären, warum die Themen von Häuser zu tun haben mit diesen Planeten. Also das hat nichts zu tun mit der Zuordnung in das astrologische ABC oder die astrologische Zuordnung von die 12 Buchstaben. Also das ist ein schöner. Entschuldigung. Es gibt noch ein weiteres Beispiel, das ich wirklich sehr schwierig finde, zu erklären an moderne Astrologen. Oder umgekehrt, was moderne Astrologen versuchen zu erklären über dieses Thema, das vom 10. Haus an klassische Astrologen, weil das einfach nicht stimmt. Man sagt also heutzutage, dass Steinbock das Thema sein sollte, das erklärt, warum das 10. Haus die Zuweisungen gekriegen hat, die wir jetzt da anzuschreiben. Aber noch weder Steinbock noch Kronos, Saturn haben etwas zu tun mit Ehre, Prestige, Ansehen und Status, was eigentlich die Hauptthemen sind vom 10. Platz, die spezifischen Themen davon. Also das ist wirklich sehr verwirrend für die Astrologen, um das zu sehen, weil die nichts miteinander zu tun haben. Im Gegenteil, Kronos Saturnus ist der Planet der Unehre, der öffentlichen Skandale, des Prestigesverlusts, Gesichtsverlust und der Erniedrigung. Also was hat das zu tun mit Ehre, Prestige, Ansehen und Status? Das ist nicht logisch, das miteinander in Zusammenhang zu bringen. Also das ist genau das Gegenteil von Ehre, Prestige und gutem Ruf. Auch hier gibt es also keine logische, selbstverständliche Analogie oder Ähnlichkeit zwischen diesen Prinzipien. Und Kronos ist dazu auch noch der Planet der Untätigkeit und der Faulheit und Indolenz. Und auch in dieser Hinsicht hat es nichts zu tun mit dem 10. Platz, der in das griechische Prinzip von Praxis mit Aktion zu tun hat, also und Unternehmen. Also wieder einmal ein sehr schwierig zu erklären Übereinstimmung, die es einfach nicht gibt zwischen der Kronos und Steinbock mit der 10. Platz. Also das ist wirklich verwirrend, denke ich. Die Frage ist jetzt, was ist dann das Problem, Herr Hermes? Was ist das Prinzip, warum ist das so verwirrend und warum ist das so problematisch? Das hat hiermit zu tun, dass die Gleichung von zwischen Haus, Zeichen und Planet, die Prinzipien von den astrologischen Faktoren eigentlich verändert. Und das ist verwirrend, weil wir dann nicht mehr die richtige Zuordnungen von Prinzipien haben. Sehen wir uns das Vorbild an von das 5. Haus. Die Bedeutung davon ändert sich, weil die spezifischen Themen jetzt gesehen werden als die Themen von der Sonne und der Löwe, aber sie haben eigentlich nur einen Grund in der Themen von Venus, Aphrodite. Und haben nichts mit die zwei anderen zu tun. Aber weil man das heute so sieht, wird das 5. Haus mehr und mehr ähnlich mit dem Löwe- und Helios-Sonne-Prinzipien. Also das ist verwirrend, weil das nicht stimmt miteinander. Umgekehrt gilt es auch so, dass die Venus-Aphrodite-Bedeutungen die werden umformuliert in der Richtung von die Helios-Sonne und Löwe-Qualitäten. Also in dieser Art wird auch der Inhalt von Aphrodite, Venus und auch die von Helios der Sonne zunehmend miteinander verwechselt. Und das führt zu Unklarheit und Verwirrung und eigentlich, denke ich, auch Fehlinterpretationen. Weil man kann das sehen, wenn wir ein modernes Buch
nachlesen, was das fünfte Haus eigentlich sich, welche Themen das fünfte Haus eigentlich hat, dann sieht man, dass es beschrieben wird, wie es mit kreativem Selbstausdruck und der Nachdruck auf das Wort Selbst. Und das Selbstprinzipien ist natürlich etwas von der Sonne. Also das fünfte Haus hat mit Selbstvertrauen zu tun und dem Gefühl, seine Identität auszudrücken, seine eigene Identität. Aber das ist ein Prinzip von der Sonne. Und sich selber in Kindern fortzusetzen, zu reproduzieren, das ist also ein bisschen... wie Robert Schmidt sagen würde, das ist Hybris, um das so zu sehen. Ein weiterer ist, wie wir unsere persönliche Identität entwickeln, entdecken und frei zum Ausdruck bringen. Das ist nicht so. Das hat mit das Prinzip mit das erste Haus zu tun. Das ist ihre persönliche Identität, nicht der fünfte Platz. Und auch jede Tätigkeit, bei der eigene Identität in den Augen der Welt reflektiert wird. Also das Interessante ist also, dass eigentlich alles, was im fünften Platz für das fünfte Haus als Thema zugeordnet wird, ist eigentlich nur formuliert von der Sonne-Löwe-Prinzipien ausgetan. Und das stimmt nicht. Und man sagt auch, dass der künstlerische Ausdruck, der eigentlich Venus zugehört, wird immer als Selbstdarstellung verstanden. Und das ist, ich denke, dass viele Künstler das vielleicht nicht so sehen würden. Natürlich ist es eine Darstellung und eine Expression von eigener Inspiration, aber die Frage ist, ob das wirklich als Selbstdarstellung gesehen wird. Das würde ich bestreiten, denke ich. Also das ist das Problem hiermit. Ich habe noch ein Beispiel. Das zweite Zeichen wird immer mit Geld und Vermögen assoziiert, wieder auf der Grund, dass der Stier das zweite Zeichen ist und auch und Venus. Und also das wird leitet dazu, dass man Venus sieht als der natürliche Signifikator von Geld und Wohlstand. Aber das ist nicht so. In der klassischen Astrologie gibt es nur einen Planet, der dafür in Anmerkung kommt, und das ist der Jupiter. Also genügend Beispiele für, in meiner Meinung nach, die falsche Zuordnung von Themen an die Häuser. Es erklärt nicht gut, warum diese Themen diese Häuser zugehören. Also, dann ist jetzt die Frage, ob ich dafür irgendwelche Beweise habe. Meneer Hermes, Herr Hermes. Und ja, ich glaube schon. Wann immer man etwas versucht zu erklären von die klassische Astrologie oder überhaupt ja auch die moderne Astrologie, denke ich, dann ist es sehr wichtig, das Thema Mundi dazu zu benutzen, um zu erklären, warum die Prinzipien so sind, wie sie benutzt sind jetzt in der Astrologie. Und das ist das Thema Mundi. Das ist ein sieht aus wie eine sehr einfache Zeichnung, aber es ist ein sehr wichtiger Prinzip und Modell, um zu erklären, warum wir in der Astrologie spezifische Prinzipien benutzen und warum sie so benutzt werden und warum sie so entwickelt sind. Und das haben wir natürlich zu verdanken an Herrn Robert Schmidt. In meiner Meinung nach, aber ich bin mir nicht ganz einig über alle Autoren, die hierüber vielleicht etwas geschrieben haben und spezifisch die deutsche Autoren, weil ich damit nicht so gut bekannt bin als mit die englische und englischsprachige Autoren. Der Robert Schmidt hat hier sehr viel Arbeit gemacht, um dies zu entdecken und zu erfinden. Und ich würde das mal als Beispiel herbeiführen. Also sagen wir erst, dass Firmicus Maternus der Einzige war, der ihr über etwas gesagt hat. Und er sagt einfach, es gab kein Geburtshoroskop, aber niemand war dabei, weil das, wenn das entstanden ist, also wir haben kein Stundenhoroskop davon, aber er sagt dazu, die göttlichen Weiser des Altertums haben das Geburtshoroskop des Universums entwickelt, damit es den Astrologen als Vorbild dient.
dient, wenn sie die Horoskope der Menschen deuten. Also hier sind, ist die englische Text davon ein bisschen anders, weil Gene Rice Brown war der Erste. Das Buch ist sehr bekannt, aber James Holden hat eine neue Übersetzung gemacht und hat viele Dinge geändert auch. Aber das Prinzip ist dies, damit es den Astrologen als Vorbild dient, das heißt eigentlich, dass das Thema Mundi eine Art von didaktisches Modell ist des astrologischen Denkens. Und es erklärt die verschiedenen astrologischen Prinzipien und stellt sie dar. Und davon habe ich einige Vorbilder, die auch etwas zu sagen haben über, warum es logisch ist, dass dieses Thema Mundi etwas zu tun hat mit den Zeichen, aber eine andere Art von Verhältnis, als wir jetzt kennen von das astrologische ABC. Also schauen wir uns einer an. Es gibt drei Planeten, die einen besonderen Bezug haben zur Religion. Und der erste ist der Aphrodite. Warum? In die klassischen Texte von Fetius Valens hat dieser Planet zu tun mit Ritualen der Reinigung, priesterliche Riten, Frömmigkeit und religiöse Zeremonien. Also das klingt alles sehr religiös an, nicht? Der zweite Planet, der damit zu tun hat, wird beschrieben, Zeus Jupiter, Gnosis, Priester und Priesterweihe, das ist interessant. Und Helios der Sonne ist natürlich Gott selber, der hohe Priester und der Vater, der im Himmel ist. Also wenn wir das sehen, dann sehen wir das Folgende. Der neunte Platz in der Thema Mundi gehört den Fische zu und das ist das Domizil von Jupiter, der Erhöhung von Venus. Und das ist der Platz, wo die Sonne sich freut. Also die drei Prinzipien, die viel zu tun haben mit Religion und Spiritualität, die sind hier zusammengebracht in der neunte Platz, das Haus, das damit zu tun hat, und die drei Planeten, die eine große Beziehung haben, als ihre, wie sagt man, die universale Prinzipien von diesen Planeten. Und das ist also sehr interessant zu sehen, dass das Thema Mundi wirklich eine andere Art von Zusammenhang zwischen Zeichen und Häuser darstellt und eigentlich viel logischer, wenn wir sehen, welche Planeten die Fische oder und die, der neunte Platz zugehören. Dazu gibt es auch nach dem vorherrschenden modernen Modell, das zwölfte Haus mit dem Zeichen Fische entspricht, wird es eine spirituelle Eigenschaften fälschlicherweise dem zwölften Haus zugeordnet. Also das ist der Raison, wieder ein Beispiel, wie sich die Inhalt von Häusern ändert, weil man es basiert auf der, in meinen Augen, das nicht richtige Modell von die zwölf astrologischen Buchstaben, die nicht die Anordnung haben von das Thema Mundi. Also das ist ein großer Unterschied. Und da kriege ich oft die Frage, aber was ist dann mit den Klößen von das 12. Haus, Herr Hermes? Herr Hermes, weil der Grund, warum Klößen dazu gehören, zum 12. Haus, ist, weil das 12. Haus alles zu tun hat mit dasjenige, was sehr weit weg ist von der das offenbarliche Leben in Städte und Dörfer. Also Klöstern sind weit entfernt von das und das ist, hat eigentlich zu tun mit alles, was ich suche das deutsche Wort Isolation zu tun hat, was weit weg ist von das tägliche Hin und Wieder. Also das ist der Grund, warum das 12. Haus mit Klöstern zu tun hat. Nicht weil wegen der Spiritualität von Klöstern, aber dass sie sehr weit weg sind von das tägliche Leben. Also das ist der Grund dafür. Ich habe noch ein Beispiel. Es sind drei Planeten, die haben zu tun mit Geburt. Und natürlich wissen wir, dass der Krebs zu tun hat und damit zu tun hat, der erste Platz. Der Mond hat zu tun mit Befruchtung, mit der Mutter und Kindermädchen.
So, Zeus Jupiter hat zu tun mit Kinderkriegen und Fruchtbarkeit und auch sehr großer Fruchtbarkeit. Und der Merkur ist der Planet der Kinder, Jugendliche, hat zu tun mit Erziehung und Bildung von Kindern, Brüdern und Kleinkindern. Also wieder sehen wir hier eine Art von Prinzipien, die zusammenhängen mit der ersten Platz, der Domizil von der Mond, der Erhöhung von Zeus, von Jupiter und wo Hermes Merkur sich freut. Also wir sehen wieder eine logische, ein astrologischer Zusammenhang von der Krebs mit das erste Haus als der Platz von der Geburt. Also wieder eine sehr schöne Übereinstimmung zwischen die Themen von das Haus und auch die Prinzipien, die gehören zu ein spezifisches Zeichen und die Planeten, die dazu gehören. Und der wo ein Planet sich freut, der erste Platz hier. Als letztes Beispiel benutze ich das zehnte Prinzip, wo sich der Ram, der Widder befindet. Entschuldigung, Widder. Mars wird assoziiert mit Aktion, logischerweise, der zehnte Platz auch. Und Helios, die Sonne, auch mit Aktion. Das Wort Aktion hat zu tun mit der klassischen Zuweisung von das Wort Praxis zu diesen zwei Planeten und auch der zehnte Platz. Und Mars ist natürlich der Soldat und auch der Arbeiter. Er gehorcht und führt Befehle aus. Und die Sonne ist der Befehlshaber, der Chef, der gibt Befehle. Und die zwei Themen sind wieder miteinander assoziiert. Wieder interessant, weil der Widder natürlich der Domizil ist von Ares, Mars und der Erhöhung von Helios die Sonne. Also wieder eine Zuordnung, der wieder mehr astrologische Prinzipien zugrunde liegt als das andere Buchstaben-ABC. Also hoffentlich sehen Sie die Logik hiervon. Das ist weit logischer als das andere, was ich jetzt bestreite. Das ist nicht der zugrunde liegende Konzept von der Zuweisung von Prinzipien und Themen zu Häusern basiert auf Zeichen. Das hat viel mehr zu tun mit das Thema Mundi, das Sie weit besser erklärt. Also noch etwas, was wieder mit dem Thema Mundi zu tun hat, die Erhöhungszeichen. Wir sehen hier die Planeten, die ihre Erhöhung haben in diese Zeichen. Aber es gibt auch noch etwas. Es sind auch Zeichen, die kein Erhöhungsplaneten haben. Und das Interessante ist, dass das die Häuser sind, die keinen Kontakt haben mit der Aszendent. Und der Aszendent ist natürlich Geborene selber. Und die vier Häuser, die jetzt hiermit bestimmt sind, die sind in Abneigung dazu, in Aversion, weil was auch das Wort Apostroph eigentlich bedeutet, sie drehen weg von der Platz, von der steigende Platz, der Geborene selber repräsentiert. Und man kann das so erklären, der zweite Platz hat zu tun mit ihrem Lebensstil und hat auch zu tun mit, wie viel Geld sie haben. Aber wenn sie krank sind, dann hilft Geld nicht, um sie zu retten. Also wenn sie so krank sind, dass sie nicht überleben können, dann macht es nicht aus, wie viel Geld sie haben. Dann ist es nicht gut für ihr Vita Corpus Ingenium, was die Bedeutung ist von der erste Platz. Der sechste Platz hat natürlich zu tun mit Krankheit und Krankheit ist nicht gut für Gesundheit, also logisch. Der achte Platz hat zu tun mit Todsein und Todsein ist nicht gut für das Leben. Und der zwölfte Platz hat zu tun mit alles, was sie entfernt vom alles, was sie glücklich macht oder was sie gesund macht. Auch der zwölfte Platz hat zu tun mit Krankheiten und so weiter. Also da ist wieder eine Logik, der sich zurückfindet in diese Themen von der Thema Mundi, also da wieder so etwas. Die Frage kommt dann immer, was ist dann mit das fünfte Haus, Herr Hermes? Wieso hat dieser Platz, der doch mit einem
ein Trigon verbunden ist mit der Aszendent und warum hat die keine Erhöhung? Und es war ein Rhetorius der Ägypter, der gesagt hat, wie das so kommt, weil der Mond natürlich zu tun hat in dieser Astrologie mit alles, was ihm zufällt in ihrem Leben. Und ich komme noch darauf, weil das eine sehr wichtige Erklärung ist, warum die Häuser die Zuordnung haben, die sie jetzt haben, und ein viel logisches System. Und das hat sehr viel zu tun mit der Grund, dass unser Leben hier auf der Erde eigentlich das Thema ist, von warum diese Astrologie entwickelt wurde. Also der Mond ist davon das Prinzip, zugrunde liegendes Prinzip par excellence, um es auf Französisch zu sagen, weil ich das deutsche Wort dafür nicht kenne. Entschuldigung. Also er sagte, wie kommt es, dass dort, wo Selene, der Mond, erhöht ist, nichts niedergedrückt werden kann, und dort, wo Selene niedergedrückt ist, nichts erhöht werden kann? Wir sagen, dass dies so ist, weil Selene das Glück aller ist, und wenn das Glück und wen das Glück erhöht, den kann niemand erniedrigen, und wenn das Glück und wen, Entschuldigung, wen das Glück erniedrigt, den kann niemand erhöhen. Also das ist der Grund dafür. Und Robert Schmidt hat immer gesagt, welches System Sie auch hierin finden, es gibt immer eine Ausnahme. Und dies in diesem System ist dies, der fünfte Platz ist die Ausnahme von das System. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass auch im griechischen Idee die Natur, in Natur nichts wirklich perfekt ist immer. Die chinesische Künstler haben in ihre perfekte Schilderungen, Malereien auch immer etwas gemacht, was nicht stimmt, weil es nicht so ist, in der Natur ist nicht alles perfekt. Also das gibt es hier auch, denke ich. Also komme ich jetzt zu ein anderer wichtiger Beweis, warum was ich jetzt erkläre an Sie, so ist, wie es ist. Und das hat zu tun mit dem Corpus Hermeticum von Hermes Trismegistus, ein sehr wichtiger Philosophie hinter unserer Astrologie. Also sehen wir uns das an. Also in viele esoterische Texte wird gesprochen von, was Inkarnation eigentlich ist. Und hier sehen Sie, wie das funktioniert. Das ist sehr einfach. Vom Himmel kommt man aus der höchsten Regionen der Himmel, der Kosmos, geht man durch die Planetsphären zur Erde, und in jeder Sphäre, ab der Abstieg durch die Planetsphären, erhält man die Eigenschaften des jeweiligen Planeten. Also wir können sagen, dass das der Abstieg in das Stoffliche ist, der Ausgestaltung, der Personalisierung auch, weil wenn Sie Ihr Horoskop sehen, da landet das alles in Ihrem Leben, in Ihrem Existenz, und Ihrem Geburtshoroskop ist eigentlich davon das Modell. Sehr persönlich, weil es nur, immer nur für Sie gilt. Also das ist natürlich sehr persönlich. Also das differenziert alles von das Universelle. Und wir sind alle natürlich differenzierten Wesen, wir sind Männer, Frauen, aber wir sind alle andere Männer und Frauen. Ich habe das in anderen Videos schon erklärt, glaube ich. Also, es landet, sie leben das Leben, und dort wird alles bunt und farbig, es wird ausgefüllt, gelebt. Das ist ihr Lebensplan. Also das ist ein sehr wichtiger Prinzip von dieser esoterischen Lehre, und auch in der Astrologie wird das sehr oft so gesehen. Also man könnte sagen, das ist der Pfad nach unten. Wenn man stirbt, geht es den anderen Weg hinauf. Dann geht man von der Erde durch die Planetsphären wieder zurück nach oben, und in jeder Sphäre werden die Eigenschaften des Planeten hinterlegt, als ob sie eine Jacke ausziehen in jeder Planetsphäre. Also man könnte sagen, dass dies der Spiritualisierung ist, weil man eigentlich zur Bronne hinaufsteigt. Und das hat natürlich mit das Unstoffliche zu tun, man geht zu der Quelle. Und eigentlich kann man sagen, dass das der Pfad nach oben ist.
Das sind zwei sehr wichtige Prinzipien, die zugrunde liegen an die astrologische Erklärung von, wie alles so funktioniert an einem Horoskop. Aber man muss sich dabei realisieren, dass die hellenistische Astrologie eigentlich speziell für dieses Feld entwickelt war, dieses Feld, der Pfad nach unten, der Abstieg in das Stoffliche, die Ausgestaltung und die Personalisierung. Und warum war das? Weil die philosophischen Schüler von damals sich immer nur interessierten für das Unbewegliche, das, was immer dasselbe ist und dasselbe bleibt. Aber die Astrologie ist natürlich ein wunderbares Mittel, um zu erklären, wie alles Prinzipien in ihrem Leben unterschiedlich sind und wie das alles verändert. Und die philosophischen Schüler von damals, die waren nicht interessiert in alles, was sich immer verändert, weil es sehr schwierig ist, da über etwas Spezifisches zu sagen. Und der Idee von Robert Schmidt war, dass diese Astrologen eigentlich eine eigene Philosophie haben und sie haben dafür dieses Instrument entworfen, gebildet, gemacht, um damit ins Reine zu kommen. Und sie haben wirklich ein Instrument hinterlassen, womit wir das immer Veränderliche eigentlich feststellen können. Wir können es sehen, folgen und etwas darüber sagen. Denken Sie nur an die 12 astrologischen Plätze. Schmidt sagte davon, das sind eigentlich 12 unterschiedliche Prinzipien vom Schicksal, weil sie für jedes Thema, für jedes Haus können sie etwas sagen, wie das geht für diese Person. Und das sind also sehr differenzierte Prinzipien, die mit Schicksal zu tun haben. 12 verschiedene Arten von Schicksal. Und das ist natürlich der Grund dafür. Phänomene des Schicksals, das ist eigentlich der Grund, warum diese Astrologie entwickelt wurde. Wir kennen natürlich die drei, wie nennt man das, die Mäuren. Ich weiß nicht, ob das das deutsche Wort ist. Die, wir sagen auch Mäuren. Ah, okay, ja. Also Clodo spinnt den Faden des Lebens, Lachesis misst, wie lange der Lebensfaden der Menschen ist, und Atropos, das Wort Atropos heißt das Nicht-Umkehrbare, schneidet den Lebensfaden unwiderruflich ab, wenn die Zeit gekommen ist. Und man kann das vielleicht zuordnen zu die 12 Häuser, die einzige, man kann das für jedes Haus vielleicht so konzipieren. Also, was sind also die Schicksale der astrologischen Prinzipien auf ihrem Weg nach unten? Das werde ich Ihnen jetzt sehr kurz erzählen. Der Pfad nach unten hat eigentlich zu tun, also mit was in Ihrem Leben täglich passieren kann, Ihr Schicksal. Und das Interessante ist, dass man eigentlich das Horoskop in Astrologie eigentlich in drei Stufen sehen kann. Wir haben ein Archetyp, das sind die Prinzipien, die Zeichen und die Planeten. Die Zeichen sind, die Planeten sind die Götter eigentlich. Aber der zweite Stufe ist der Erstabstieg. Und was wir dann sehen, ist, dass die Zeichen Häuser werden und die Planeten werden ihr Personal. In ein anderes Video schon dargestellt, bin mir nicht sicher. Aber das ist eigentlich der zweite Stufe. Das Göttliche geht davon ab. Ich habe zum Beispiel einen Krebs-Aszendenten. Das heißt eigentlich, dass der Krebs etwas von seinen universalen Prinzipien hinterlässt und eigentlich einen spezifischen Auftrag hat, nämlich das Repräsentieren von meinem Aszendenten, mein Leben, mein Physik, was auf mir zukommt und wie ich darauf reagiere. Das ist eigentlich das Prinzip von der Erstabstieg. Also das Universelle wird eigentlich es ist nicht mehr so frei, wie die Universalprinzipien eigentlich sind. Und die Planeten, die Götter, die steigen ab und werden das Personal von diesen Zeichen. Weil der Mond zum Beispiel, mein Herrscher ist vom ersten Haus und kriegt einen spezifischen Auftrag, nämlich das Repräsentieren von mir in mein eigenes Horoskop. Also
etwas Universelles von das Göttliche, von der Mond, ist nicht mehr da und jetzt ist es Personal von das Zeichen geworden. Und das gilt für jedes Horoskop. Und das ist also das Prinzip von das Thema Mundi und dann der Fortuna-Horoskop und eigentlich auch ihre normale Horoskop ist eigentlich das Prinzip von der Landung, wo und wie sich das alles manifestiert in ihrem Leben. Also es gibt also drei Stufen, drei Niveaus, wie man die astrologischen Prinzipien erklären kann. Noch ein anderer kann man sagen, dass es mit Sonne, Mond und Fortuna zu tun hat, der Pfad nach unten. Wie Sie hier sehen, die Domizil hat zu tun mit der Planeten, mit den Planeten, die, wie man jetzt die Herrscher sehen, als Herrscher von diesen Zeichen, was nicht ganz stimmt, sind eher wie nennt man das, die Büttler, das weiß ich nicht. Ja, genau, danke, ja, danke. Und der zweite ist der Erhöhung, das hat natürlich zu tun mit die Zuweisung von Themen an die Häuser und auch die Planeten, die keine Erhöhung haben und die Häuser, die damit zusammenhängen. Und der dritte Stufe ist die Freude. Also es ist in der Astrologie sehr oft immer ein Prinzip von der Sonne, der Mond und der Zusammenhang von der Mond und die Sonne in das Pars Fortuna. Also das ist das Pfad nach unten. Ich habe darüber geschrieben und auch sehr viel darüber erzählt in anderen Videos, die Sie auf meiner YouTube-Seite finden können. Ein sehr interessantes Prinzip, weil es ein sehr guter Grund ist für die Erklärung, für warum Dinge sind, übergeliefert sind in die Astrologie, so wie wir sie jetzt in die klassische Astrologie wiederfinden. Und die hellenistische Astrologie hat da sehr viel damit zu tun, mit diesen Prinzipien. Okay. Also, noch nicht ganz das Ende meiner Vortrag, es kommt noch mehr, aber es ist deutlich, dass diese Modelle, hoffentlich sehen Sie das, dass sie logischer und auch astrologischer sind als jenes Modell. Und also, aber jetzt, dann kommt die Frage natürlich, welche Logik steckt also hinter der Bedeutung der Häuser? Und das will ich jetzt versuchen zu erklären. Und natürlich habe ich gesagt, dass Schicksalkonzepte sehr wesentlich sind in die hellenistische Astrologie. Und das sieht man auch in die frühere Anzeichnungen für die separaten Häuser. Man sieht also Schicksalskonzepte ausgedruckt. Nicht immer, aber spezifische Häuser haben ein Schicksalskonzept. Das werde ich Ihnen jetzt sehen, schauen. Und das Interessante davon ist, dass es immer die Häuser sind, die auch wirklich zu tun haben mit der Freude von den Planeten. Also es sind die Häuser, die einen Planeten als Ort haben, wo ein Planet sich sehr freut und wo sie the joy of the planet auf Englisch. Und hier sieht man die, natürlich der Mond ist Thea, die Göttin. Das neunte Platz, wo die Sonne seine Freude hat, ist Theos, Gott etc. Das Interessante ist auch, als wenn wir unter der Horizont sehen, nach der fünften Platz, das ist Agatha Tiche oder Bona Fortuna, gutes Glück, gutes Schicksal ist es eigentlich. Und der sechste Platz, Tkake Tiche, schlechtes Glück, schlechtes Schicksal, etc. Aber wenn wir über den Horizont sehen, dann sehen wir etwas anderes, dann wird es persönlicher, weil es einen Geist gibt, der sich da eigentlich befindet oder manifestiert, das ist vielleicht ein besseres Wort. Also das sind sie und da gibt es auch der erste Platz, wo der Merkur seine Freude hat. Und Aristoteles sagte, der Mensch ist das einzige Tier, das von der Natur mit Sprache ausgestaltet wurde. Also logisch, dass der Merkur sich freut in der ersten Platz. Und das hören wir sehr oft, wenn die Leute gerne plaudern, nicht? Also das heißt auch,
dass man kann sagen, dass die Sonne der Chef der Welt ist, aber mit einer Art von Humor kann man sagen, dass die Göttin die Chefin im Haus ist, zu Hause. Pech haben und Glück haben ist also, sind die Themen von 15. und 6. Platz. Und das Interessante ist, das will ich noch mal hier einmal sagen, wenn Sie Fetius Fahlens lesen mit das Thema von der Gesundheit, dann benutzt er nie das 6. Haus. Weil er tut das immer mit der Pars von der Daimon und der Pars Fortuna. Also was ist der Grund dafür? Now, das Interessante ist, dass er hat Rezepte für die Planeten, die sich im 6. Haus befinden. Und er nennt niemals, nur bei einem Planeten nennt er Verwundungen. Und das ist logisch, weil der Mars sich da freut. Und der Mars ist der einzige Planet, der als ihre natürliche Eigenschaften hat, dass er mit Verbunden zu tun hat. Also wenn die anderen Planeten werden immer bezeichnet in der Art von, sie haben Pech mit diesen Prinzipien. Also wenn die Sonne sich im 6. Haus befindet, dann hat man Pech mit Leuten, die Autoritäten sind. Wenn Merkur da ist, dann haben sie Pech mit Leuten, die ihre Administration machen oder so etwas. Also diese Deutung bezieht sich nie auf spezifische Qualen oder spezifische, wie nennt man das, Siegsein. Also die Planeten werden nie genannt als Faktoren, die anweisen, welches Teil von ihrem Körper fehlt oder so etwas und krank ist. Das macht er nur bei Mars. Und warum? Weil Mars der natürliche Planet ist, der mit Verwundungen zu tun hat. Also das ist interessant. Sie haben Pech mit den Planeten, die sich da befinden, in ihre universellen Prinzipien. Wenn Sie der 5. Platz sehen, dann kann man sagen, dass man eigentlich Glück hat mit der Planeten, der sich da befindet. Da haben wir ein Vorbild gesehen von der Sonne dort. Das war nicht so glücklich, weil es zu tun hat mit dem Tod von Kindern. Also man muss immer sagen, all things being equal. Man muss natürlich immer die anderen Prinzipien dazu nehmen. Aber das ist ein interessantes Prinzip, was ein großes Unterschied gibt, in wie man einen Planeten im zum Beispiel der 6. Haus oder das 5. Haus definiert und beurteilt, in was er spezifisch macht in einem Leben von einer Person. Der 11. und der 12. Platz kann man sagen, der 11. Platz ist ein Engel und der 12. Platz ist ein Teufel. Das ist natürlich alles sehr interessant. Also hier sehen Sie wieder, die Schicksalskonzepte haben viel zu tun mit der Inhalt von diesen Häusern. Aber es gibt noch mehr. Das eigentliche Prinzip, was ich jetzt erklären werde, das hat zu tun mit, warum diese Häuser diese Bedeutung gekriegen haben. Und nochmals, das hat viel zu tun. Der Robert Schmidt war der Erste, der das so erklärt hat. Das ist wirklich sehr interessant. Also sehen wir uns das an. Es gibt zwei Bewegungen in der Himmel. Das ist der zodiakale Bewegung. Der Planet bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn durch die Zeichen. Natürlich ist die Ausnahme, wenn er retrograde ist und rückläufig ist. Und es gibt die Tagesbewegung. Und in die Tagesbewegung geht alles in der Uhrzeigersinn. Vom 1. Platz zum 11. zum 10. und so weiter. Zwei Drehungen. Und das ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, warum dieser Dingstag zukommt, aber das ist interessant. Also sehen wir uns die fallenden Häuser an. Der 3., 6., 9. und 12. Haus. Dies ist das Modell dafür. Sie sehen, dass die Sonne und Merkur sich zodiakalisch auf dem Weg zum Aszendanten bewegen. Aber die Tagesbewegung, die trägt die Sonne und Merkur weg vom Aszendanten. Und bei den nachfolgenden Häusern ist das umgekehrte der Fall. Hier sehen Sie Venus im 2. Haus, da läuft zodiakal weg
vom Aszendenten, aber die Tagesbewegung trägt Venus zum Aszendenten. Aber also das ist ein wichtiges Prinzip, das eigentlich der Grundlage ist für die Zuweisung von den Themen von den Häusern. Die tägliche Bewegung des Tierkreises hat Auswirkungen auf die Themen, zu denen jedes Zeichen verurteilt ist. Das habe ich exponiert, illustriert. Das Schicksal des Tierkreises und auch wie die Planeten bewegen und bewegt werden, das Schicksal der Planeten. Das ist eigentlich das Prinzip und wirklich das Grund, warum diese Astrologie entstehen ist in die griechische Periode, die hellenistische Periode. Und das erklärt, woher die Häuser ihre Bedeutung erhalten, von dem zugrunde liegenden Konzept des Entstehens und Vergehens, the world of coming to be and passing away. Das ist ein sehr wichtiges Konzept in die griechische Philosophie, nicht? Und die griechische Astrologen, die hellenistische Astrologen haben sich eigentlich dafür dieses Modell entwickelt. Eine Frage. Ja. Diese Literaturangabe 2021, Deeper into Astrology, Martin Hermes, Copyright, ist das ein Buch oder ist das nur ein Text? Nein, nein, das ist mein eigener Prinzip. Nein, das ist kein Buch. Nein. Okay. Nein, nein. Also, es liest sich, Deeper into Astrology liest sich wie ein Buchtitel. Ah, okay. Ja. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, aber es ist noch nicht übersetzt auf Deutsch. Ja. Also der Schlüssel, um das zu illustrieren, ist natürlich das Prinzip von Veränderung. Und in der Astrologie ist Veränderung natürlich immer anzuschauen in Bewegung. Das ist, was wir immer tun. Und hier das, der griechische Ausdruck davor, Pantachorei kai uden menai, alles bewegt sich oder alles fließt und nichts bleibt. Also das ist das Thema, wo die griechische Astrologie sich miteinander auseinandergesetzt hat und wofür diese Astrologie entstanden ist. Sehr interessant. Und da gibt es zwei Wörter dafür. Fora ist Bewegung und Veränderung und Phero ist tragen oder getragen werden. Und das sehen wir in die zwei Bewegungen, nicht? Der Planet wird bewegt sich selber, aber wird auch wieder irgendwo hin getragen oder von irgendwo weggetragen. Also das ist eigentlich das Schicksalkonzept. Also lasse ich das illustrieren mit dieser Zeichnung. Also dies sind die Prinzipien, Bewegung. Was wir erst sehen ist zum Beispiel das Aschendere, das ist das das griechische Wort dafür ist Anaphora, was sich nach oben bewegt. Und alles, was sich da befindet, in 3, 2, 1, diese Häuser wird nach oben getragen in der Tagesbewegung. Und Dechendre, das griechische Wort Kataphora, Fora, das Wort, das Bewegung bedeutet, das, was sich nach unten bewegt, nach unten getragen wird. Das geht also in die Verborgenheit, wenn das der siebte Platz betrifft, alles, was unter der Horizont geht, nicht? Also, und hier sehen wir, was da stattfindet in diesen nachfolgenden Häusern. Die Epanaphora, Fora, wieder das Wort von Tragen, Bewegung, Veränderung. Im Tierkreis bewegt sich der Planet weg von das Eckhaus, das Kardin. Aber die Tagesbewegung trägt ihn zurück. Und die zwei Bewegungen haben viel zu tun mit, was hier passiert und warum die spezifischen Themen zu diesen Häusern gehören. Was geht dann los in die fallenden Häuser? Da sieht man, die Apoklima hat ein anderes Wort dafür, auch sehr interessant. Also im Tierkreis bewegt ein Planet sich hin nach das Eckhaus, der grüne Pfeil, aber die Tagesbewegung tragt diesen Planet weg von diesem Eckhaus. Also dann sieht man etwas Interessantes und die Frage ist natürlich, was ist dann mit den Eckhäusern, die Kardinen? Das ist eigentlich die Platz, wo sich Dinge ändern. Also im ersten Haus ist der Bewegung von unter dem Horizont nach
über den Horizont, und das ist in das Zeichen selber. Ein Teil von dieses Zeichen ist noch immer unter dem Horizont und einziges, ein Teil davon da über. Und zehnten und vierten Platz ist es die steigende und der absteigende Bewegung ändert sich da. Also im zehnten Haus von aufsteigend nach untergehend und in das vierte Platz von das tiefste Punkt untergehend wieder nach oben. Also von absteigend nach aufsteigend und in der zehnte Platz von steigend nach absteigend. Also das sind Kentra, wo sich etwas ändert. Es dreht da. Und das ist eigentlich das Wort für Kentra, was in unserer deutschen Sprache Zentrum bedeutet. Es ist ein Zentrum, wo sich etwas ändert. Also das ist der Grund, warum diese Häuser so wichtig sind. Und das Interessante ist also, wenn die Eckhäuser, die Kardinen, die Kentra Zentren sind, wo etwas sich dreht, dann kann man sagen, dass die Häuser, die dazugehören, sich um dieses Zentrum drehen. Also der erste Platz, man kann sagen, dass der zweite und zwölfte Platz um das erste drehen und der elfte und neunte drehen um das zehnte Platz und so weiter. Schmidt nennt das die Haustrios, die Trios von die Eckhäuser, von die, ja, wie muss man das sagen, auf Deutsch die Kentra, die Zentren. Also das sind zentrale Zeichen. Wenn sich da ein Planet befindet, dann dreht es um diese Planeten. Das ist auch ein sehr interessantes Begriff dafür. Also wenn Sie das weiterlesen wollen, weil der Schmidt hat das sehr grundsätzlich und sehr illustrativ gemacht in dieses Artikel, The Facets of Fate. Ich kann Ihnen das besorgen, weil ich das habe. Also wenn Menschen dieses Artikel lesen wollen, dann können sie das von mir kriegen. Ich haben will. Bitte. Ja, danke, danke. Und ich habe natürlich mein eigenes Buch sehr stark darauf basiert, Bewegen und Bewogen, Bewegen und Bewegt werden, die Rückkehr des Schicksals in der Astrologie. Noch immer kein Übersetzer gefunden, aber hoffentlich kommt das noch. Also das soll ins Deutsche übersetzt werden. Ja. Und in welchem Verlag, falls es einen Übersetzer geben wird, wird es erscheinen? Mhm. Ja, das hoffe ich. Ich habe noch keinen Übersetzer gefunden. Ah, okay. Also das ist eine auf freiwillige Basis, denke ich. Okay. Also eine Illustration von dieses Prinzip von die Eckhäuser. Dies sind die Wörter von Robert Schmidt selber. Also das zehnte Haus ist das Zentrum, Kentrum, wo das elfte und das neunte Haus sich herumkreisen. Die umkreisen das zehnte also. Das heißt also, dass die Prinzipien von diesen zwei Häusern, elfte und neunte, nur zu tun haben mit das zehnte Prinzip, weil die Prinzipien, die zu diesen zwei Häusern gehören, zu tun haben mit der Zentrum, worauf sie sich zentrieren in eine, ich weiß nicht, ob ich das gut ausdrücke, aber das ist eigentlich das Prinzip. Die Inhalt vom 11 und 9 und auch die anderen Häuser von den anderen Ecksysteme, die haben immer Beziehung auf der Eck, wo sie sich die sie umkreisen. Also das ist ein sehr wichtiger Prinzip von der Zuweisung von den Themen der Häuser. Und da lasse ich das illustrieren. Schmidt sagte, wie es den Geborenen geht und wie sie sich in ihrem Handeln verhalten. Und wir kennen das in unserem Ausdruck, wie geht es ihnen? Und das Stichwort hier ist gehen. Das ist eigentlich eine Art von Passage. Ihre Lebensreise ist eigentlich auch ein Prinzip von, sie gehen durch ihrem Leben. Und das Interessante ist, das vierte Haus ist eigentlich, wo sie stille stehen und das Leben an ihnen vorbeizieht, weil der vierte Platz ein Platz ist, wo sie wohnen. Und wo sie wohnen, da zieht ihr Leben an sie vorbei. Aber hier gehen sie selbst durch ihrem Leben. Das sind also sehr
schöne Prinzipien, finde ich. Also durch Arbeit und Leben gehen ist das Prinzip von der 10. Platz, ihren Lebensweg. Das ist auch der Grund, denke ich, warum das immer mit ihrer Destiny, ihrer, wie nennt man das auf Deutsch, Destiny? Bestimmung. Danke, ihre Bestimmung ist im Leben. Also das hat damit zu tun. Das griechische Wort dafür ist Praxis, das ist Tun und Machen, ihr Lebenswerk und ihr Beruf. Das 11. Haus, das schiebt in der Tagesbewegung, drückt erst das 10. über die Gipfel. Also der 11. Platz, der gute Geist, Agathos Daimon, das, was dem Geborenen bei allem, was er tut, hilft und unterstützt. Ja, das ist auch wirklich alles, zum Beispiel ihre Hoffnung, was sie hoffen, dass ihre Realität wird, das hat alles zu tun mit der 11. Platz. Denken Sie an eine politische Partei, der versucht, am 10. Platz zu kommen und dann all die Prinzipien wirklich in Gesetze oder was nicht anschaulich zu machen oder wirklich auszuführen. Das ist, hat zu tun und machen, was der politische Partei eigentlich als Prinzip hat. Wenn Sie das 9. sehen, der zieht, leitet das 10. über den Gipfel. Das ist Theos, das, was die Handlungen und das Lebenswerk der Geborenen leitet und lenkt. Ich denke, dass diese Prinzipien sehr deutlich sind, in wie diese zwei Häuser, der 11. und 9. etwas zu tun haben mit das 10. Prinzip. Ich kann es noch weiter erläutern. Auf diese Weise, wenn wir das mit der Thema Mundi-Logik illustrieren, dann sieht es so aus. Der 10. Platz, das nennt man Praxis, Tun und Machen. Und wir sehen die Sonne und Mars, natürlich die zwei Planeten, die mit der Widder zu tun haben. Die nennt man auch Praxis, also interessant. Und die Sonne ist natürlich der Planet der Ehre, Prestiges und des Ansehens, genau wie das 10. Haus, und wird in Widder erhöht. Und die Erhöhung ist natürlich das Prinzip des Erhabenseins über die Masse par excellence. Also das ist wieder die Astrologik von dieses Prinzip und dieses Modell von das Thema Mundi. Also sehen wir das 11. Haus an. Das 11. ist also, was hilft und unterstützt und ermutigt in ihrem Lebenslauf. Hoffnungen, Wünschen, Erwartungen. Und das Interessante ist also, dass diese zwei Planeten die Herrschaft haben über die Stier, der Stier. Freunde hat damit zu tun, Venus. Kinder, das fragt man sich, warum Kinder zu dem 11. Haus gehören. Naja, wenn sie alt werden, hoffen sie, dass ihre Kinder ihnen natürlich helfen in der Altertum. Also das ist ein der Gründe. Und auch der zweite ist, dass man früher hoffte, dass die Kinder das Betrieb von Vater oder Mutter übernehmen und also das fortsetzen. Das ist der Grund, denke ich, warum die Kinder zum 11. Platz gehören. Und in der modernen Sinn hat der 11. Platz natürlich zu tun mit ihrem Netzwerk. Warum? Ihr Netzwerk hilft sie auf ihrem Weg ins 10. Haus. Ihren Beruf, ihre Geschäfte, den sie machen, etc., etc. und so weiter. Das ist also sehr logisch. Sehen wir uns das 9. Prinzipien an, die ihr Leben verwalten. Das ist natürlich Gott, Vision und Philosophie. Also der 9. Platz hat zu tun mit den Prinzipien, den sie haben und das sie eigentlich zum Ausdruck bringen, in was sie tun. Also es ist dasjenige, was sie leitet in ihrem Praxis. Meine Praxis ist basiert auf einer Mission oder einer Vision oder ein Gottesglaube oder ein Philosophie oder eine Spiritualität oder so etwas. Und wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihr Leben richtig führen müssen, dann hat das 9. Haus zu tun mit das Gesetz. Und das Gesetz beschreibt für Sie, wie Sie sich zu verhalten haben in der publiken Raum, nicht in der 10. Platz. Das hat mit der
ich komme nicht auf das Wort, mit der Gemeinschaft im Allgemeinen zu tun. Wenn sie nicht wissen, wie sie sich darin verhalten sollten, dann ist da das Gesetz, das vorschreibt, wie sie das machen sollten. Aber andere Leute haben natürlich eine Vision, eine Mission, und das ist das, was ihn durch ihrem Leben zieht. Und das ist da sehr interessant. Auch Orakel gehören dazu. Warum tun sie das? Sie wollen eigentlich Aufklärung über das, was sie leiten sollte in ihrem Weg durch das Leben oder für ein Problem, das sie entgegenkommen in ihrem öffentlichen Leben. Also ich denke, dass das sehr wirklich, und auch der Schulung natürlich, der Schulung hat sehr viel zu tun mit ihrem Beruf, nicht? Und das zieht ihn durch ihren Beruf, sozusagen. Also das 9. Haus, die Prinzipien von Jupiter und Venus. Das ist ihre Philosophie, ihre Meinungen über das Leben oder was das Prinzip sein sollte von, wie sie durch dem Leben gehen, etc. Vision, Gnosis, Inspiration, Rituale und Frömmigkeit. Und Frömmigkeit hat auch zu tun, dass sie, ich weiß nicht genau, wie ist das, also eine Zuweihung zu diesen Prinzipien. Und das ist eine Art von Frömmigkeit. Ich hoffe, dass ich das deutlich sage auf diese Art. Also das ist ein wirklich sehr, für mich ein sehr überzeugendes Prinzip, von wie diese Häuser ihre Prinzipien und ihre Themen gekriegen haben in dieser Altastrologie. Und das hat sehr viel zu tun mit etwas Astrologisches und mit etwas Astronomisches. Die zwei Bewegungen von den Prinzipien, die sich da befinden. Ein Planet bewegt sich in diese Richtung und wird in eine andere Richtung getragen durch die Tagesbewegung. Also, das ist sehr schön. Dann haben wir noch ein Problem. Das ist das Letzte, was ich da übersagen kann. Es gibt auch doppelte Hausthemen. Zum Beispiel Freunde, gehören insgesamt zu 5 Häuser, sagt Fetius Valens. Zum 3. Haus, 5., 7., 9. und 11. Haus. Das sind sehr viele. Das ist ein bisschen eine Art von Problem. Aber es gibt noch mehr. Kinder gehören nach Fetius Valens zu 4 Häusern. Das 10., das 11., das 4. und 5. Und so weiter und so weiter. Was ist das Problem hiermit? Es gibt eigentlich kein Problem. Der Grund dafür sind diese. Man kann also ein Häusertrio benutzen für diese Zuweisungen, gibt uns eine Art von Hinweis, warum die doppelte Themen spezifisch für diese Häuser benannt werden, zugeordnet werden. Also zum Beispiel der Vater. Wenn man den Herrn von Haus 4 als Signifikator des Vaters verwendet, dann gehört er zum 4. Haustrio. Und dann geht es um den Vater, den sie zu Hause, wenn sie aufgewachsen sind, aufwachsend erlebten, als sie jung waren. Aber Fallen sagt aus, dass der 9. Haus der Vater bezeichnet, zugeordnet ist. Also wenn man den Herrn vom 9. Haus als Signifikator des Vaters verwendet, dann gehört er zum Trio des 10. Hauses. Und hier geht es also um einen leitenden, inspirierenden Vater, der für ihren Lebensweg oder vielleicht für ihre Berufswahl oder als Autorität wichtig war. Und warum ist das interessant? Weil das vielleicht in Fragehoroskopen ein anderer Signifikator vielleicht auftaucht, wenn eine Klient eben eine Frage vorlegt. Also wenn der Fragestellung zu tun hat mit dem Vater, kann man einen Unterschied machen, in die Rolle des Vaters. Fragen Sie nach dem Vater, wie er sich verhalten hat, als Sie jung waren, oder fragen Sie nach dem Vater, in welcher Weise er eine Beziehung hatte zu Ihrer Berufswahl. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Das gilt auch für Freunde. Er hat 5 Plätze.
Ein Freund im fünften Haus gehört zum vierten Haustrio. Also das hat zu tun mit der Freunde der Familien oder die Freunde vom Gesinn, die Gruppe, in der sie groß geworden sind. Das siebte Haus hat zu tun mit Freunde, eigentlich die zu tun haben mit Freunde wegen persönlicher Freunde. Das ist vielleicht ein besseres Wort, weil die Freunde vom elften Platz zu tun haben mit Freunden, die sie helfen, weiterzukommen in ihrem Leben. Also man kann einen Unterschied machen, in welche Planeten welche Rolle von Freunde repräsentieren in das Horoskop. Das ist natürlich für Fragenhoroskope und Stundenhoroskope sehr interessant und gibt eine Art Erklärung, warum das so man das so sehen kann. Also, okay. Na, damit schließe ich mein Plädoyer für die Abschaffung des modernen Analogiemodells, die Bestimmung der Themenzugehörigkeit zu den einzelnen Häusern muss, wie Sie gesehen haben, auf beweisbaren astrologischen Konzepten beruhen und nicht nur auf die Assoziation von Zeichen mit irgendwelchen Prinzipien. Ich erinnere mich, dass Schmidt auch sagte, es gibt... Lass ich das anders erklären. Wenn man heutzutage sagt, es geht über, wenn Sie zum Beispiel die Waage sehen, das Zeichen die Waage, auf welche Art auch, dann ist das Erste, was der Astrologe denkt, ah, das hat mit Relationen zu machen, mit ihrem Partner, etc. etc. Aber Schmidt sagte es, in die klassische Literatur gab es keine Zuordnung von spezifischen Themen zu die 12 Zeichen. Das könnte nur mit die 12 Plätze zu tun haben. Und ich habe das auch immer gefragt in Vorträgen, wann gibt ein Zeichen ein Zeichen? Und das Antwort ist nur, wenn ein Zeichen ein Haus repräsentiert. Und nur in dieser Aufsicht gibt ein Zeichen für etwas. Und für was? Für die Themen von diesen Häusern. Und nicht das Zeichen an sich gibt keine Zeichen. Also das ist ein interessanter Prinzip, denke ich. Also, ich glaube, ich bin jetzt an der Ende von meiner Demonstration. Ich schaue hier noch einmal mein YouTube-Kanal, wo ich unterschiedliche Serien habe von Videos, auch mit Volker natürlich. Und einer ist in Vorbereitung. Ich bin wieder gefragt, um für Acuta in Amerika einen Vortrag zu halten. Und das wird sein über die Aspekte und Konfigurationen. Ein sehr wichtiges und auch sehr verwirrendes Thema in die klassische, in die griechische Astrologie, die sehr subtil ist und sehr interessant ist. Und das ist in Vorbereitung. Das wird im Frühjahr 2022 veröffentlicht. Also. Danke. Dann erstmal herzlichen Dank für eine hervorragende Präsentation. Danke. Wir gehen gleich mal auf meinen Computer und gucken uns mal an. Hermes hat, Martin hat einen Kanal, wie er gerade besprochen hat, und der sieht so aus. Da sind seine ganzen Videos und da kann man also seine Angebote Danke. Finden. Er hat... ich muss mal gucken, die Homepage habe ich hier verlinkt. Da finden wir deine Homepage, Martin Hermes. Nochmal zur Erinnerung, du machst zurzeit Beratung auf der Grundlage von Robert Schmidt, also auf der Grundlage von den Erkenntnissen der hellenistischen Astrologie. Das stimmt, ja. Mit ausschließlich mit Ganzzeichenhäusern. Ja, das ist so. Und da kommen wir gleich auch darauf zu sprechen. Machst du inzwischen eigentlich auch Online-Kurse? Gibt es bei dir schon einen Online-Kurs? Ja, die gibt es. Und das ist... Das ist hier oben, okay. Ja, das finden Sie da auch, ja. Deeper into Astrology, tiefer in die Astrologie. Ich aber nur auf Holländisch. Das Material zu dem Kurs ist auf Holländisch. Ja, oder? Ja, das stimmt. Gibt es englisches Material für angelsächsische Leute? Noch nicht. Das ist abhängig von, ob
Leute überhaupt interessiert sind dafür. Ist kein Problem. Also wir können festhalten, ich gehe mal aus dem Computer raus. Du hast im Prinzip eine von Japan bis Kalifornien reichende, also einmal im Globus reichende, von Finnland bis nach Feuerland, kann jeder per Internet bei dir eine Horoskopberatung bekommen. Mhm. Auf der Grundlage der hellenistischen Astrologieerkenntnisse, die in moderner Form durch Robert Schmidt, einem Mitglied des Projektes Hindsight, wieder neu formuliert worden. Mhm. Und du bietest in holländischer Sprache zurzeit schon einen Kursus an, den die Zukunft dann hoffentlich auf Englisch dann auch haben wird. Gut, wir hatten in der Präsentation von dir die Ganzzeichenhäuser selber noch gar nicht genau angesprochen. Aber ich erinnere mich, dass die Aversion nur mit Ganzzeichenhäusern funktioniert, richtig? Ja und nein. Ein Planet kann natürlich in Aversion sein mit seinem eigenen Zeichen. Nein, das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, kann die Vorstellung von Aversion, das ist ja Haus 2, Haus 6, Haus 8 und Haus 12, kann diese Aversion als Theoriemodell mit einem Placidus-Häuser-System funktionieren? Meine Antwort wäre nein. Nein, nein, das geht nicht, weil im Placidus, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber es sind Zeichen, die im Ganzen in einem Haus eingeschlossen, es gibt eingeschlossene genau. Zeichen. Ich habe so einen Platz für das Horoskop. Ja. Das heißt zumindest, wenn man die Aversion zur Deutung benutzen will, dann ist man zwingend darauf angewiesen, Ganzzeichenhäusersysteme zu verwenden. Sobald man auf Quadrantenhäusersysteme geht, egal ob Porphyrius, Alcabitius, Regiomontanus, Campanus, Placidus, sobald man Quadrantenhäuser verwendet, muss man als Opfer auf diesem Altar der Mathematik dann die Aversionstheorie bringen. Die Aversion kann man dann nicht mehr deutungsmäßig verwenden. Das stimmt. Das stimmt. Noch eine Frage zur Aversion. In deiner Präsentation hat es ja eine Rolle gespielt, dass das fünfte Haus kein Aversionshaus ist, aber auch keine Freuden hat. Genau. Kannst du das nochmal, das war das Skorpionzeichen, was da gezeigt wurde, kannst du das nochmal erklären, warum dieses im Trigon befindliche Zeichen zum Krebs eine Sonderrolle spielt? Und ich habe die Sonderrolle des Skorpions im Aversionskontext noch nicht ganz zuordnen können. Das hat, erstens ist es sehr interessant anzumerken, dass der Grund, warum der Skorpion mit Sexualität assoziiert wird heutzutage, natürlich zu tun hat mit der Fazit, dass der Skorpion das fünfte Zeichen ist in dieser Thema Mundi. Okay. Und jetzt mal unterbreche ich dich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Du sagst ja zu Recht, die moderne Astrologie des 20. Jahrhunderts hat ja dieses psychologisch fundierte Alphabet erfunden. Zeichen gleich Haus gleich Planet. Ja. Du hast aber dann das Thema Mundi in deiner Präsentation relativ am Anfang schön dargestellt. Das Thema Mundi nach Robert Schmidt ist ein Modell, weil ja keiner dabei war, als das Universum kreiert wurde. Nach der Vorstellung des Thema Mundi war es ja kein Big Bang, sondern eine Kreation. Aber es war keiner dabei. Und dann haben die Astrologen in der Geschichte der Menschheit dann ein Modell entwickelt, um die Astrologie zu erklären. Und das Modell ist das Horoskop-Thema Mundi mit dem Krebszeichen als Aszendentenzeichen. Und als ich deiner Präsentation folgte, hatte ich so das Gefühl, in dieser Modellvorstellung, in dieser philosophischen Herangehensweise, ich zeige euch mal, wie Astrologie gemeint ist. Da hat man ja dann doch eventuell sogar die Ursache für das heutige falsche Verständnis mit dem Alphabet. Da hat man ja so eine Art Zeichen mit Haus und Planet. Das ist ja schon irgendwie in dem Modell drin.
Ich erinnere mich an dein neuntes, das war ja das neunte Zeichen. Also im Thema Mundi war ja der Jupiter und die Venus im neunten Haus mit verortet. Und da gab es in deiner Präsentation so eine Art Zeichen gleich Genau, ja. Haus-Identifizierung. Das heißt, wir haben schon eine Modell-ABC-Reihe. Wir haben nur den Fehler gemacht, diese Modellvorstellungen in die Horoskopdeutungspraxis zu übertragen, wo es dann falsch wird. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Eigentlich, es gibt ein Prinzip von den Archetypen. Das ist auch ein Wort, was Schmidt nicht ein gutes Wort gefunden hat für diese Prinzipien, weil das Begriff von Archetyp ist etwas anderes als in die jungische Astrologie. Aber das sind die astrologischen Prinzipien. Und die sind sehr oft und eigentlich immer basiert auf etwas zu tun mit der Sonne und etwas zu tun mit dem Mond. Und das ist eigentlich das erste Prinzip. Aber die Reihenfolge geht die andere Seite auf. Das ist das Erste, was ich illustriert habe mit meinem Webinar, meinem Vortrag, weil, ja, wenn Sie das nach unten machen, dann stimmt das nicht mehr mit den Prinzipien, von wo die Sonne steht, wenn die Sonne aufkommt und an der höchsten Platz stand und untergeht, etc., etc. Also die Prinzipien sind basiert auf dieses Modell, aber dann die andere Richtung. Also ja, das ist eigentlich der grundsätzliche Irrtum, den man macht in der heutigen Astrologie, weil man das die andere Seite herauf. Und es gibt viele Bücher, die das alles illustrieren und sagen, es gibt einen ganzen Haufen von Büchern, die sich eigentlich basieren auf dieses falsche Modell. Und dem ABC-Modell. Das ABC-Modell. Kommen wir zurück zu dieser Skorpion-Problematik in dem Aversionskontext. Oh ja. Mhm. Das habe ich so verstanden, das ist die Ausnahme von der Modellregel. Da hat die Natur sich so ein Schlupfloch gelassen, regelwidrig das Skorpionzeichen da in das Aversionsmodell hineinzuzeichnen, ohne dass es dort eine Freude gibt. So habe ich es verstanden. Ja, aber die Frage ist, ob das etwas mit der Natur zu tun hat. Das hat auch zu tun mit der griechischen Philosophie, denke ich. Okay. Das hat, weil Sie haben immer ein, sehen Sie das so, es gibt ein perfektes Prinzip, aber wie ich sagte in der Vortrag, in die Natur ist nichts perfekt. Also es gibt immer eine Ausnahme. Das Schlupfloch der Natur, so wie ich es gemeint habe. Genau, ja, das, ja, also danke. Man kann es abkürzen, man kann so sagen. An der Stelle, wo wir das Modell ABC vor uns haben, das Thema Mundi vor uns haben und dann in die Technik der Aversion innerhalb dieses Thema Mundi-Modells einsteigen, haben wir wunderbare Erkenntnisse, mit einer Ausnahme, wenn wir uns den Skorpion angucken, dann brauchen wir das unsere stimmt es nicht mehr. Dann brauchen wir unsere Hellsichtigkeitsfähigkeiten, um damit klarzukommen, könnte man das so formulieren. Ja, was Sie tun sollten, ist die Freude der Planeten als überragendes Modell benutzen. Ja. Und das andere illustriert vielleicht etwas davon, denke ich. Dann kommen wir noch zu einem ganz zentralen Punkt in deiner Präsentation. Domizil und der Herrscher des Domizils. Ja. Da kam die klare, unmissverständliche Ansage von Martin Hermes. Herrscher ist falsch. Wir reden hier nicht vom Herrscher, sondern vom Butler hast du als Begriff genommen. Ich habe dann versucht, Deutsch zu übersetzen, Hausmeister. Nun ist das Wort Hausmeister nicht so ganz treffend in dem heutigen Sprachgebrauch, weil wenn wir heute Hausmeister verwenden, dann denken wir an den Hausmeister einer Schule, der die Klinken repariert und ein Leck im Keller stoppt. Gemeint ist ja schon der Butler in dem von dir verwandten Sinne, nämlich der oberste Bedienstete eines adeligen Haushaltes. Wir haben in England ja, in Downton Abbey kann man das ja schön studieren, da gab es den Butler und das war der oberste Chief of Staff
der Majordomus. Und mir kam als Begriff so, das war der Wesir des Kalifen. Okay. Würdest du das würdest du für das Domizil sagen, der Planet, der diesem Domizil zugeordnet ist, ist der Wesir des Kalifen. Und das Domizil gehört dem Kalifen. Das ist, wenn man so will, das ist ein Haus, das dem Kalifen gehört. Genau. Aber wenn jemand kommt in dieses Haus, dann ist der Wesir dafür zuständig, dass es dem Ehrengast, dem König aus dem benachbarten Land, dort gut geht. Genau, ja, das stimmt. Ja. Das heißt aber konsequenterweise, der Ehrengast, der Staatsgast, also wenn Xi Jinping den amerikanischen Präsidenten besucht im Mar-a-Lago und dort bewirtet wird, dann hat der Chef des Staates, der Präsident der Vereinigten Staaten, den Gast Xi Jinping bewirtet, aber er hat das Personal von Mar-a-Lago benutzt und da gab es natürlich einen Chief of Staff, der für die Gesamtanlage die Verantwortung trägt und der hat für das Wohl des Gastes zu sorgen. Genau. Und der Gast, der Staatsgast, das ist die Erhöhung. Man ist als Staatsgast in einem bestimmten Zeichen erhöht. Das bedeutet aber konsequenterweise, dass die Zuordnung Erhöhung die höhere, die wichtigere Würde in dem Kontext der Würden ist. Ja, insoweit, dass Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass der Domizilherrscher, wie wir das heutzutage so nennen, ist eigentlich der, wie Sie sagten, der Butler oder der Visier, der der Verantwortung hat, gut für die Gäste zu sorgen. Dass, also dass das Bild aufgeschlagen ist, dass das alles funktioniert, genau. Der Koch richtig funktioniert, die Putzfrauen richtig funktionieren. Genau. Und dass die Wünsche des Gastes im Haus, also in dem Zeichen, die Wünsche des Gastes erfüllt werden. Und der Gast ist ja im Haus, wenn er in seiner Erhöhung ist. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja, wenn ein Planet in seiner Erhöhung ist, dann der ist letzte... Ja, der Ehrengast. Die Erhöhung ist der Ehrengast im Zeichen. Das hört sich ein bisschen mittelalterlich an. Ja, ist mittelalterlich gedacht. Ich denke mittelalterlich. Ja. Aber also mir ist es schon wichtig, klar zu machen, in der heutigen modernen Zeit haben wir haben keinen Butler gehabt, wer kann sich schon einen Butler leisten? Wir haben auch keine Ehrengäste in dem Sinne mehr, wir haben normale Gäste. Wir können gar nicht mehr unterscheiden, wer ist hier Ehrengast und wer ist normaler Gast. Während wir in den mittelalterlichen und noch älter in der Antike, wenn man in Rom war und der Senator hat einen Ehrengast empfangen, dann war das eben dieses Bild. Und da kommt die Astrologie ja her aus der Antike. Mhm. Und ich denke, dass es für mich war es jedenfalls eine wichtige Erkenntnis, dass ich in der Interpretation, in der Horoskopdeutung von Würden, wenn ich eine Erhöhungssituation habe, wenn also die Sonne im Zeichen Widder war, glaube ich, die Erhöhung, wenn ich es recht erinnere, wenn die Sonne also im Widder steht, wo sie erhöht ist, dann ist die Sonne der Ehrengast in diesem Zeichen und dann ist diese Erhöhung in der Horoskopdeutung aus meiner Empfindung nach diesem Vortrag von dir sehr viel wichtiger, als wenn die Sonne im Löwen steht, also wenn sie den Wesir spielt. Ja, wenn die Sonne in der Löwe steht, das Schöne daran ist, dass er frei ist, im Sinne, dass es kein Planeten über ihn gestellt ist, dass kein Planet ihn erhöht. Wir müssen vorsichtig sein mit, was das Idee von Erhöhung indiziert. Schmidt sagte, eigentlich weist es darauf, dass der Erhöhungsherr von einem Zeichen der wirkliche Eigentümer ist von einem gewissen Domizil. Und der Herrscher von diesem Platz ist seine Bediente, ist das das richtige Wort? Ja. Der muss Sorge tragen für die Gäste. Aber das ist sehr konkret auch zurückzufinden in die Rezepte, die überliefert sind. Es gibt ein bisschen ein etwas scharfes Beispiel dafür, wenn
wenn Mars sich in ein Zeichen von Saturn befindet, dann ist der Saturn eigentlich der Bediente von der Guest. Und eins von dieser Dinge ist, was will der Mars tun? Mars liebt, etwas zu verwunden oder etwas zu töten. Also wenn der Mars sich in ein Zeichen von der Saturn befindet, dann ist ein von den Deutungen dafür, das tötet der Bruder. Weil der Saturn liefert etwas, was der Mars töten kann. Also das ist der Verhältnis zwischen einem Gast und einem Butler, der versucht, etwas Gutes anzuliefern für den Gast. Und das ist, was ich in meiner Deutung immer jetzt so benutze, dass ein Planet in ein Zeichen arbeiten muss mit dasjenige, was der Domizilherrscher, also der Butler, ihm anreicht, um mitzuarbeiten. Und das ist eine sehr interessante Weise, um erneut sich auseinanderzusetzen, mit was es genau bedeutet, wenn ein Planet sich befindet in ein Zeichen, das nicht sein eigenes Zeichen ist. Okay. Jetzt der Erhöhungsherrscher. In die alten Definitionen findet man eigentlich, dass der Erhöhungsherrscher eigentlich auch der Mitherrscher ist von einem Zeichen. Wenn er sein Zeichen sehen kann und der Domizilherrscher ist in Aversion, dann ist der Erhöhungsherrscher derjenige, der die eigentlich seinen Gast bedienen muss. Also wenn das ist, Sie sehen, wie subtil das Konzept ist. Nicht? Das war ja mein Fall, das bestätigt mich in meiner Annahme. Jetzt mal nochmal zu diesem Problem der Abkopplung von der modernen ABC-Astrologie. Mhm. Ist ja interessanterweise ein ABC, was ja ABC lernen die Grundschüler, wenn man das erste Jahr Schule hat, ABC. Man könnte also sagen, die modernen Astrologen sind noch in der Grundschule, die müssen erst noch ein bisschen aufs Gymnasium gehen. Aber das ist jetzt das, was ich bitte an Sie, das haben Sie gesagt, nicht ich. Bösartige Aperçus von Sie mir. Wissen nicht, wie viele Probleme ich gehabt habe, wenn ich hiermit angefangen habe und das so präsentiert habe. Ich lasse ja keine Kommentare unter meinen Videos zu, insofern ist mir das wurscht, wie Leute darauf reagieren. ich komme ja aus der psychologischen Astrologie, ich beschimpfe mich ja als praktisch selbst. Ich auch. Jetzt komme ich nochmal zum sechsten Haus. Das sechste Haus, das Haus des Pechs, habe ich gelernt, ist ja nun gleichzeitig in der modernen Psychologie, Astrologie, das Haus, wo Jungfrau zugeordnet wird und dann eben auch Arbeit und Alltagsberuf zugeordnet wird. Das geht ja nach dieser ganzzeichen hellenistischen Astrologie so nicht. Man kann ja nicht das sechste Haus mit Arbeit und Beruf kombinieren. Wo landet denn der Beruf und die Arbeit in der hellenistischen Astrologie? In der zehnte Platz. Immer. Das hat zu tun mit der zehnte. Okay. Was sie tun, was sie machen. Vermutet, wollte ich nur noch mal sicher gehen, dass ich das richtig verstanden habe. Okay, jetzt mal die Frage. Du machst ja Kurs auf Holländisch. Da gibt es dann auch Material von dir auf Holländisch. Für die Leute, die jetzt kein Holländisch können und nicht warten wollen, bis der Kurs auf Englisch und noch später auf Deutsch verfügbar ist, welche Bücher würdest du einem englischsprachigen Zuhörer empfehlen, um sich an deine Herangehensweise anzunähern? Welche Bücher stehen bei dir ganz oben? Das sollte man gelesen haben, dann kann man sich in meine Astrologie so hinbewegen. Puh, das Schwierige ist, was ich eigentlich die Leute advisieren sollte, ist, sich zu abonnieren auf die neue Website von Robert Schmidt. Du sagst also im Prinzip, es gibt keine Bücher, die ich empfehlen kann, aber ich kann empfehlen, sich mit dem Material von Robert Schmidt direkt unmittelbar auseinanderzusetzen. Ja, man kann sich darauf abonnieren und da kann man sich das anhören. Und das ist, das ist wirklich... Und wie ist die Adresse von dieser Webseite? Das muss ich, ich glaube, Robert Schmidt Astrologie. Also man gibt oben ins Adressfeld, wir gehen mal bei Google rein, Robert. Ja, da ist es schon. Robert Schmidt Astrology, okay.
Seht uns. Welcome back. Welcome okay, back. Da muss man sich dann einloggen und da muss man Ja, sich registrieren. ja. Also Robert Schmidt Astrology, da findet man die Seite und dann kann man sich da einloggen. Kostet das was? Ja, $25 pro Monat. Okay. Für mich, das Glückliche für mich ist, dass ich all diese Vorträge habe und also mich nicht abonnieren muss. Was ich die Leute advisieren könnte, ist, ich muss mal eben bedenken, wie das auch wieder heißt, Translating Hellenistic Astrology to Modern noch etwas. Ich sehe das mal, ob ich das finden kann. Das wäre dann wieder im Internet als Suchbegriff zu gucken. Ja, bitte. Translating Hellenistic Astrology. Hellenistic Astrology to Modern Idiom. Astrology to modern idiom. Idiom. Yeah, I believe that's the one. Yeah, into a modern idiom. Yeah, that's the one. Das sind 20 Audiostunden. Ja, ja. Aber das ist wirklich, der Grund, warum das so ein gutes Material ist, weil er eine Zusammenfassung gibt von alles, was er entdeckt hat und dann auch noch einen Versuch macht, das in moderne Astrologie hineinzubringen. Ja, aber das heißt, alle diese Materialien haben eine Paywall. Man muss also da Geld bezahlen. Und es gibt dieses Material nicht als Buch. Nein, nein. Ja, ich habe davon ein kleines Buchlein gemacht für mich selbst. Und naja, da kann man diese Dinge alles kann man zurückfinden. Nicht kaufen. Das Buch, was du für dich gemacht hast, kann man ja nicht kaufen. Nein, das ist nur meine eigene, für wie nennt man privat. Das, meine Notizen zu, was ich Gut. da gehört mir habe. War nur, mir war nur wichtig, das zu klären. Jetzt habe ich mal eine Frage. Jetzt will ich mal in die Praxis von Martin Hermes kurz hineinjumpen, hineinspringen und dieses Aversionsthema noch ein bisschen angucken. Ich nehme mal mein Horoskop als Beispiel. Jetzt würde man, wenn man Aversion anguckt, dann würde man ja Haus 2 angucken im Ganzzeichenhäusersystem, Haus 6, Haus 8 und Haus 12. Wie würde man jetzt Aversion, ich habe ja im zweiten Haus den Merkur. Was würde Merkur im Aversionshaus deutungstechnisch bedeuten? Eigentlich nichts. Die Frage ist, entweder der Merkur in Aversion ist mit seinem eigenen Zeichen. Und das ist der siebte Platz. Also das ist die Art, wie man die Aversion benutzt. Also das heißt eigentlich, dass der Zwilling, der Merkur, nicht... Der sieht nicht den Steinbock. Nein, der Merkur sieht nicht sein eigenes Zeichen, die Zwillinge. Ja. Und das heißt, dass der Merkur nicht der Verantwortliche ist für alles, was sich im siebten Haus da abspielt. Der Merkur ist also nicht verantwortlich, so deutet man Aversion. Okay. Ja, er beschäftigt sich nicht mit das, was das elfte Haus bedeutet. Und wenn man jetzt im zwölften Haus keinen Planeten stehen hat, dann hat man kein Aversionsproblem am zwölften Genau, Haus. Das ist so. Das wollte ich nur zur Klarstellung nochmal machen. Ja, dann haben wir für heute unsere Präsentation, die Ganzzeichenhäuser als die Zukunft der Astrologie, eine Renaissance der Antike mit Martin Hermes. Hoffentlich. Sehr schön, ja. Sehr schön abgearbeitet. Ich bedanke mich im Namen der Zuschauer bei Martin Danke. Hermes. Natürlich selber auch. Herzlichen Dank, dass du dir Ich die bedanke Zeit mich genommen bei dir. Hast. Danke. Und dann warten wir auf die nächsten Videos und herzlichen Dank an die Zuschauer. Danke fürs Vorbeischauen und auf bald. Und ich beende die Aufzeichnung.